Servus Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Luca und wir sind heute mal wieder am Nürburgring. 7.15 Uhr, komische Zeit für die RCN. Es ist 24-Stunden-Rennen, deswegen stehe ich auch gerade an der Döttinger Höhe. Hinten an der Tugelzufahrt haben die heute ihren Pre-Start und da gehen wir jetzt mal hin und schauen uns das Ganze mal an. Guten Morgen, Nico. Schönen guten Morgen. So ein bisschen früher als sonst. Das stimmt allerdings. Aber was Mut hat Mut, der Rennfahrer muss auch mal früh aufstehen können. Absolut. Heute, habe ich eben schon gesagt, im Rahmen vom 24-Stunden-Rennen. Klingt dieses Jahr leider ein bisschen geiler, als es ist. Für die Zuschauer. Für euch ist das, glaube ich, trotzdem super geil, auch wenn keine Fans an der Strecke sein können. Erzähl mal, ist heute irgendwie was Besonderes? Ist das anders oder ist das eigentlich relativ normal? Das erste Besondere, wie man hier sieht, wir sind hier in der Touristenzufahrt. Normalerweise wären ja T13 oder wenn wir halt oben wären, nochmal in der Boxengasse. Wie gesagt, alles ein bisschen eng hier, aber läuft schon auf jeden Fall. Das ist aber halt das Einzige, was hier ansonsten anders ist. Ansonsten starten wir nachher hier ganz normal aus der Zufahrt raus und hinten T13 ist wieder die Zeitmessung und dann geht alles wieder seinen Lauf wie sonst auch. Schön. Ja, ein bisschen besonders, das war jetzt beim Quali-Rennen schon, das konnte ich leider nicht mitnehmen. Ihr fahrt in einem richtig großen Feld. Eigentlich das klassische RCN-Feld, durch Corona ist schon letztes Jahr in zwei Startgruppen gesplittet. Jetzt aber eine große Gruppe. Wie lief das? Wie läuft das heute so? Letztes Mal lief es erstaunlich gut tatsächlich, muss man sagen. Also alle waren fair, man konnte immer gut Platz lassen, wurde aber jetzt auch nicht genötigt, direkt Platz zu machen, also konnte seine Kurve immer zu Ende fahren. Wir fahren ja auch ein bisschen versetzt und gestaffelt, ne? Das bedeutet also, die anderen fahren jetzt eine halbe Stunde früher und gegen Hälfte des Rennens sind die meisten schon fertig und dann haben wir freie Runden. Von daher relativiert sich das, ist schon ordentlich. Schön. Cool. Letztes Mal seid ihr ja sogar Grand Prix-Kurs gefahren, das ist ja heute leider auch nicht drin. Ja. Wie lief denn das Quali-Rennen? Zwei Worte noch dazu. Quali-Rennen lief eigentlich einwandfrei. Ich bin Erster geworden. Auto lief sagenhaft. Leon ist nachher den zweiten Sint gefahren, auch ohne Probleme. Man kann nicht zufriedener sein. Schön, wunderbar. Auto macht auch immer nur das, was es soll. Das ist ja erfreulich. Gut, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, Erfolg. Ja, danke schön. Noch mit den anderen Jungs und dann sehen wir uns gleich an der Strecke wieder. Bis später. Als die letzten Male, wie gesagt, heute beide Startgruppen gleichzeitig, wobei sich das auch schon ein bisschen verteilt hat. Die Jungs sollten jetzt gleich reinkommen zum Boxenstopp-Fahrerwechsel und dann hören wir uns mal was schon machen.
So, dein Sinn ist vorbei, Chris. Erzähl mal, wie lief's? Wie war's? Der ist ja gut. Lief soweit sehr gut, war auf jeden Fall ziemlich warm im Auto. Die Sonne ist doch noch rausgekommen, war ja erst Regen gemeldet. Jetzt aber doch nicht, deswegen echt warm. Deswegen hatten wir auch leider den Luftdruck ein klein bisschen zu hoch eingestellt, was dann zum Ende hin ein bisschen unangenehm wurde. Einmal hat es mich dadurch fast im Bründchen rausgehauen, bin ich einmal mit dem Arsch rumgekommen, weil ich leider auf den Rasen gekommen bin. Ansonsten so echt zufrieden, Auto funktioniert wirklich gut, bis auf den Luftdruck. Und ja, schauen wir mal, was der Malz jetzt macht. Ne? Bei leichtem Regen, jetzt noch das Abschlussinterview, die Jungs stehen alle hier, es hat also wieder alles funktioniert, bei allen. Selbstverständlich. Wetter, haben wir Glück mit gehabt, erzählt doch einfach mal, wie lief's für euch Jungs? Dann fange ich mal an, also bei uns lief sehr gut, wir haben noch mal ein paar Reparaturen durchgeführt vom letzten Rennen bis zu diesem, was auch alles sehr gut dann funktioniert hat. Wetter perfekt, die letzte Sprintrunde war noch im Trockenen, danach hat es dann angefangen zu regnen in der Auslaufrunde, also besser hätte es nicht passen können mit dem Wetter. Auto ist immer wieder top vorbereitet. Da geht auf jeden Fall auch nochmal ein Dankeschön an unseren Mechaniker, an Roll Garage, der uns das Auto immer top vorbereitet. Und ja, wir sind sehr zufrieden. Es hat sehr Spaß gemacht. Nur heute andere Temperaturen im Gegensatz zum letzten Mal. Also es war schon echt heiß im Auto. Das glaube ich. Mir war auch echt warm an der Strecke. Du bist den ersten Sitz gefahren. Wir haben es vorhin schon kurz in der Box gesprochen. Genau, also fast so stehen lassen, fast nochmal zusammen gerne. Ich wollte sagen, also soweit alles super funktioniert. Ein, zwei Mal war es vielleicht ein bisschen knapp, aber Auto ist trotzdem heile. Ja, wie er schon gesagt hat, ziemlich warm im Auto gewesen, aber mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Wunderbar, das freut mich. Wie lief's bei dir? Bei mir lief es eigentlich einwandfrei. Also ich konnte wieder den ersten Platz erklimmen, so gesehen. Hat wirklich Spaß gemacht. Die 15 Runden, die gingen einfach wie im Flug, ne? Die gingen ordentlich. Die letzten drei Runden war ich mit Malz zusammen und dann haben wir uns ein bisschen gebettelt und waren eigentlich immer im Windschattenduell, mehr oder weniger. Hat auch mega Spaß gemacht. Ansonsten mit dem Wetter hatten wir mega Glück. Ne? Weil jetzt sieht man, jetzt regnet es wieder. Bis zur letzten Sprint war noch alles trocken. Ja, und ansonsten alles einmal frei, Auto lief, alles top. Wie du schon sagst, ihr habt echt ein paar geile Fights gehabt. Saß ja am Ende im Wippermann, da konnte man das gut sehen. Ich glaube, da habt ihr auch heute viel Erfahrung sammeln können. Auf jeden Fall, definitiv. Erzähl du mal was, wie lief's für dich? Ja, vom Ergebnis her bin ich unzufrieden, weil mein Laptop nicht funktioniert. Deshalb konnte ich die Zeiten nicht sehen, die ich gefahren bin. Was ja wichtig ist, weil man ja eine Bestätigungsrunde zur Bestätigungsrunde fahren muss. Da muss ich halt irgendwie raten, wie die Bestätigungsrunde war. Und dann mit meiner Uhr versucht, das irgendwie zu machen, die ich im Auto hatte. An sich, die Runden waren eigentlich ganz in Ordnung. Auch die Zeiten, die ich gefahren bin dort, hätte ich ja unter 10 Minuten schaffen können, wenn kein Kurzfixi und gelb gewesen wäre. Schade eigentlich. War denn viel Verkehr? War viel Schrott, viel Verkehr? Schrott war relativ human, sagen wir mal so. Super, dann danke ich euch Jungs. Wir sehen uns beim nächsten Lauf wieder. Genau. Und dann sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Jo, ciao.